Heute erklären wir dir, welche Aktien du kaufen musst, um den Markt zu schlagen. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Die Jungs von der Mission Money sind... Und heute geht es wirklich um Hunde. Und zwar um die Dogs of the Dow. Aber keine Angst, wir meinen jetzt keinen Dog-Content. Und auch keinen Cat-Content. Nö, wir machen einfach dieselbe langweilige Scheiße, die wir sonst auch machen. Und zwar stellen wir euch heute eine Strategie vor, mit der ihr den Markt schlagen könnt. Und wie funktioniert die Strategie? Eigentlich ganz einfach. Du nimmst dir einen der größten Indizes vor, nämlich entweder den DAX oder den Dow Jones. Und dann suchst du dir einfach die 10 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite raus, oder? Und kaufst du dann einfach. Dahinter steckt halt ganz einfach die Annahme, dass die ganz großen Blue Chips, also die ganz großen Konzerne, nie komplett durchfallen bei den Anlegern. Ja, Giganten wie Siemens oder Coca-Cola, die haben vielleicht mal ein scheiß Jahr, aber sie sind eben zäh und stabil und Anleger kaufen sie immer wieder. Doch auch. Ich immer wieder. Immer wieder. Immer wieder Siemens. Und Coca-Cola auch. Jetzt kommt der Trick dabei, und zwar nimmt man an bei Blue Chips, dass der Kurs einer Aktie stärker schwankt als die Dividende. Also das heißt, unsere Annahme ist, bei Blue Chips ist die Dividende relativ konstant. Und wenn die Dividendenrendite hoch ist, heißt das in diesem Fall, dass die Kurse eher weit unten sind. Fazit, wenn du dir die Dogs ins Depot legst, dann kaufst du eine relativ stabile Dividende zum Discountpreis ein. Das ist ziemlich cool. Und wenn der Markt das erstmal kapiert hat, ja, dann sollte er eigentlich nachziehen und dann steigt der Kurs. Und die Dividende, die kassierst du ja sowieso. Also was soll das Ganze jetzt eigentlich mit den Dogs, mit Hunden, ne? Was soll das? Also Dog steht im Englischen für was Wertloses, soll in diesem Fall ausdrücken, dass die Aktien eben unterschätzt oder unterbewertet sind. Ja, und diese Aktien bringen bei dieser Strategie halt eben mehr Rendite. Aber wie setzt man das Ganze jetzt hier strategisch um? Das ist die große Frage und ich glaube, ich werde nochmal kurz drüber nachdenken. Da ist er wieder. Tada! Also ich bin nochmal in mich gegangen, hab diese Strategie nochmal für euch ausgetüftelt und ich werde euch jetzt erklären, wie es funktioniert. Du suchst die Aktien anhand der Dividendenrendite des 31.12. des Vorjahres aus und kaufst du dann, wann? Am 1. Januar. Yes. Aber ganz wichtig jetzt, steht zwar so bei Wikipedia, aber ihr könnt die Dinge auch Ende Januar kaufen. Hauptsache, ihr haltet sie dann 12 Monate. Ganz wichtig. Ja? Und im kommenden Jahr wiederholst du einfach das Ganze. Also die Aktien, die noch in den Top 10 der Dividenden-Champions sind, die bleiben einfach im Depot. Die anderen fliegen raus und werden durch die Nachrücker ersetzt. Und jetzt kommt nochmal eine ganz wichtige Durchsage. Die Dogs bitte nur mit Blue Chips durchziehen. Also jetzt nicht mit S-DAX oder M-DAX oder sonst was. Ja. Und jetzt gibt es noch einen richtig schönen Bonus für euch. Du kannst das Ganze mit 10 Aktien durchziehen, aber auch nur mit 5. Das heißt dann Small Dogs of the Dow, Dogs of the Dow Light oder Puppies of the Dow. Steht bestimmt auch bei Wikipedia, oder? Und in den Geschichtsbüchern auch. Ja. Du gehst genauso vor wie bei den 10, kaufst dann aber nur 5 davon. Und zwar diejenigen 5, die den absolut niedrigsten Kurs aufweisen, also wirklich in absoluten Zahlen. Ja, das klingt so bescheuert. Also nicht im Verhältnis zu irgendwas, einfach nur eine 9, eine 8, eine 7, das Niedrigste. Oder eine 6, eine 5, oder eine 4, oder eine 0. Erfunden hat die Dogs-Strategie US-Investor Michael B. O'Higgins. Seine Theorie ist, Aktien mit optisch hohen Notierungen seien schon zu gut gelaufen. Im Umkehrschluss hätten optisch niedrige Kurse eine höhere Chance auf Gewinne. Deshalb wählte O'Higgins für die Low-Five-Strategie die 5 Aktien mit dem optisch niedrigsten Kurs aus. Obwohl die Methode recht willkürlich erscheint, konnte O'Higgins den Erfolg der Low Five über einen langen Zeitraum nachweisen. Apropos Erfolg, was hat das Ganze jetzt eigentlich gebracht? O'Higgins hat die Strategie bis in die 1920er Jahre zurückgetestet und eine erheblich bessere relative Rendite als der Gesamtmarkt festgestellt. Zum Beispiel schlug die Dog-Strategie in den 20 Jahren von 1992 bis 2011 den S&P 500 mit einer jährlichen Rendite von 12,6% gegenüber 10,8%. Du siehst, diese Strategie geht wunderbar auf und wir haben jetzt nochmal für dich nachgerechnet, was die Strategie gebracht hätte, wenn du $10.000 investiert hättest. So, jetzt wollt ihr das Ganze natürlich konkret umsetzen. Also Kitty Cat, welche Aktie nehmen wir denn dafür? Kitty Cat, ja, Snoop Dogg. Das haben wir natürlich recherchiert für euch. So sind wir Ehrenmänner. Ja. Und haben euch eine schöne Übersicht gemacht. Und zwar für den Dow Jones. Den DAX. Und es gibt noch ein Special. Mhm. Gut gemacht. Geil. Kleines Kettchen. Und zwar sind das die Dogs of Bay Street. Das sind die Top 10 vom S&P TSX 60. TS was? TS was? Das ist der wichtigste Aktienindex in Kanada. Und aktuell sieht man bei den Kanadiern halt auch sehr schön diese Branchenrotation. Weg von der Energie hin zu Finanztiteln. Ja, das letzte Jahr war nämlich für Energieaktien richtig bombig. Das heißt, die sind schön gestiegen bei den Kursen. Das hat die Dividendenrenditen gedrückt und bei Banken sind sie eben noch höher. So ist das. Wahnsinn. So, und jetzt seid ihr bereit? Seid ihr heiß? Seid ihr geldgeil?
Bist du Geldgeil? Immer. Jetzt kommt die Hitparade der Dividenden. Hitparade. Hier mit Patrick Lindner. Diesen drei Indizes hätte die DOX-Strategie im letzten Jahr auch super funktioniert. Du hättest den Index also geschlagen, die Hunde scheinen also nicht die schlechtesten zu sein. Wichtig ist natürlich, bei den DOX handelt es sich um eine antizyklische Strategie, also es gibt keine Garantie, dass sie jedes Jahr aufgeht. Also wenn du dich dafür entscheidest, dann zieh es auch wirklich ein paar Jahre lang durch. Absolut. Und wir ziehen jetzt das Ende von diesem Video durch. Wir liken, das Spielchen. Teilen, kommentieren, abonnieren. Und wir fahren jetzt auch zur Hitparade, kaufen uns ein bisschen Schappi. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.